Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Raw Data Gateway Pattern. Und das ist auch ein weiteres Pattern, wie man auf die Datenbank zugreifen kann. Ist etwas komplexer als die anderen beiden, die wir uns angeguckt haben. Aber es ist auch das, was sich am besten automatisieren lässt. Das heißt, wir werden auch sehen, es gibt da teilweise schon Lösungen, die das Ganze automatisch laufen lassen. So. Sinn dahinter ist der, bei den Active Records von letztem Video hatten wir diese beiden Klassen sozusagen in einem drin. Das heißt, der User kannte natürlich seinen Vornamen, seinen Nachnamen, aber er hatte auch die ganzen Methoden zum Finden von einem User. Er hatte die ganzen Methoden zum Updaten, Insert, Delete, waren alle im User drin. Und das kann ein bisschen dick werden. Das kann einfach ein bisschen unübersichtlich werden, schlecht zu patchen und so weiter und so fort. Deswegen hat man sich gesagt, lagern wir aus in zwei Klassen, wie man sich das irgendwie ständig tut. Und deswegen haben wir jetzt ein User Gateway. Das ist unser Raw Data Gateway im Endeffekt. Der User Gateway, der greift auf die Datenbank zu. Das heißt, der User Gateway holt sich aus der Datenbank über eine Find-Methode eben hier diese Information, die er braucht. Er stellt sich selber, kann sich updaten, inserten, deleten, also im Endeffekt das, was mit der Datenbank zu tun hat. Und der User selbst, der hält sich bloß hier einmal Data, und zwar User Gateway als Typ. Das heißt, der kann hier auf den First Name und den Last Name zugreifen. Der kann die beiden auch manipulieren und verändern. Und er kann natürlich dann triggern, dass hier sich der User Gateway zurück in die Datenbank updatet oder dass ein neuer User Gateway erstellt wird oder dass er eben gelöscht wird zum Beispiel. Und was der User dann noch kann, ist, er hat ganz normale Funktionen, die ein normaler User halt eben so hat. Zum Beispiel in unserem Fall jetzt hier Spy, und die sind einfach aus dem letzten Video übernommen, und Promote. Ja, und das ist im Endeffekt auch schon alles. Man hat hier sich gedacht, okay, lass uns das Active Record, ich zeige es trotzdem nochmal ganz kurz, weil es hier so stark verwandt ist. Wieso ist das so groß? Egal. Der Active Record hier wurde einfach aufgeteilt, also das heißt, man hat jetzt hier First Name, Last Name und die ganzen Datenbankmethoden. Die oberen Dinger hier sind alle ausgelagert worden in den User Gateway, wie wir hier sehen können. Und die normalen Funktionen vom User, die sind einfach geblieben. Das heißt, die sind jetzt hier im User drin und der User Gateway ist für die Datenbank zuständig. Ja, im Endeffekt ist es genau das. Und es ist eigentlich ziemlich cool. Man hat aber noch normalerweise irgendwie eine sogenannte User Finder, also generell so eine Finder-Klasse. Das heißt, man hat hier tatsächlich auch schon angefangen, diese Finds auszulagern, also die Static Find by ID oder Find by Last Name oder Find by whatever, hat man ausgelagert in eine separate Klasse, und die war dann logischerweise Singleton. Ich zeige es euch ganz kurz. Sieht dann in etwa so aus. Das heißt, man hat diese Methode hier, die hier im User Gateway aktuell rumfährt, hat man auch noch ausgelagert in eine Find-Methode, und die liefert uns dann User Gateways zurück, und die können dann wiederum vom User verarbeitet werden und der User sozusagen generiert sich selber. Ja, das wäre die Alternative dazu. Man kann hier statt User Gateways natürlich auch User zurückgeben, denn die brauchen ja nur einen User Gateway. Die Methoden sind ja eigentlich unabhängig von den Daten, und das sind ja eigentlich alle Daten, die der User braucht, die er aus der Datenbank bekommt. Das heißt, man kann hier auch statt dem User Gateway direkt einen User zurückgeben. Das ist dann wiederum euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Hier gibt es, wie gesagt, sehr, sehr viele Geschmacksrichtungen, und man hat auch sehr viel Freiheit, also was heißt sehr viel Freiheiten, aber man hat sehr viele Anregungen, was man alles machen kann. Okay. So, jetzt habe ich vorhin gesagt, das Ganze ist sehr gut automatisierbar. Warum ist das so super automatisierbar? Naja, man kann erstens mal, also das hier ist normalerweise das Datenbankschema, und aus diesem Datenbankschema kann man meistens eigentlich direkt ableiten, was es für Klassen gibt. Und zwar gibt es einmal die User-Klasse, das ist einfach der Name der Datenbank. Es gibt den User-Finder, der wiederum kann immer generiert werden, automatisch, klar. Weil man braucht ja hier immer, also man hat in fast jeder Tabelle eigentlich eine ID, und danach kann man suchen. Man kann natürlich aber auch bei den anderen Dingern, nach den anderen Dingern suchen. Also in unserem Fall Vorname, Nachname. Und der User Gateway hält sich einfach für jedes Feld hier, hält er sich eine Variable, also für jede Reihe im Endeffekt braucht er ja genau ein für jede Zeile. Spalte, sorry, jetzt habe ich es. Für jede Spalte braucht er hier genau einen Member. Das heißt, er braucht theoretisch noch ID hier, was nicht unbedingt sein muss. Vorname und Nachname. Und das ist im Endeffekt genau das, was hier steht. Und Update, Insert und Delete bleiben eigentlich auch immer gleich. Und deswegen gibt es recht viele Frameworks, die das Ganze für euch schon direkt übernehmen. Spontan Hibernate zum Beispiel.
übernimmt das einfach direkt für euch. Das heißt, ihr braucht da eigentlich nicht mehr viel machen, sondern das meiste wird direkt für euch automatisch erstellt, wenn ihr eben die gewissen Metadaten eingebt. Ja, also einfach mal gucken bei eurem nächsten Projekt oder ja, je nachdem, was ihr vorhabt. Es kann gut sein, dass es auch ein Framework gibt, das euch das schon Großteil des Codes wirklich automatisch generiert. Okay, dann danke ich euch mal wieder für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!